Hi Leute und herzlich willkommen zum allerletzten Video in diesem Jahr. Ich habe mir überlegt, so wie in den letzten zwei Jahren auch, schließen wir das Jahr einfach mal ab mit einem Favoritenvideo. Mit den 10 Top Lieblingsbesten, tollsten Produkten, die ich in diesem Jahr so entdeckt habe und die ich am liebsten benutzt habe. Manche habe ich auch schon davor entdeckt, aber ist egal. Egal. Als Videofrage könnt ihr super gerne mal in den Kommentaren beantworten, was dieses Jahr so eure Lieblingsneuentdeckung war aus dem Beauty-Bereich. Und vielleicht auch, oh, ob ihr euch irgendwelche Vorsätze für 2017 gemacht habt. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß und hier kommen meine 10 Top-Lieblings-Beauty-Produkte aus diesem Jahr. Viel Spaß! Nummer 1, da musste ich echt nicht so lange überlegen. Die kenne ich schon relativ lange, die Palette. Aber ich benutze die einfach immer noch so gerne. Die ist von Sleek. Ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt drauf geguckt habe. Eigentlich weiß ich das. Und ja, wie ihr sehen könnt, man hat ein Rouge, man hat einen Highlighter und einen Bronzer. Das Rouge ist ein super, super guter Dupe zu diesem ganz berühmten NARS Orgasm Blush, falls euch das was sagt, das viel, viel teurer ist, aber einfach ganz genauso aussieht. Und der Highlighter hat einen super schönen Effekt. Ich trage ihn auch heute. Ich weiß nur nicht, ob man es sieht, aber falls ihr was Glänzendes seht, das ist das Ding. Und ich trage auch gerade den Bronzer. Also es ist ein sehr, sehr schöner, recht warmer Bronzer, den man aber auch, finde ich, ganz gut tragen kann, wenn man sehr helle Haut hat. Und ich werde sie euch selbstverständlich unten verlinken und auch alle anderen Sachen hinschreiben, die ich so euch in diesem Video zeige, damit ja, ihr euch informieren könnt, falls es euch irgendwie interessiert. Mein Make-up des Jahres, da musste ich echt nicht lange überlegen. Das ist dieses hier. Und wenn ihr meinen Kanal schon länger schaut, dann wird euch das vielleicht auch nicht so sehr wundern. Das ist das 3-in-1 Easy Match Make-up von Manhattan. Das ist einfach echt alles, was ich von einer Foundation haben möchte. Die perfekte Pigmentierung irgendwie, nicht zu viel Deckkraft, nicht zu wenig. Es lässt das Gesicht irgendwie schön frisch aussehen und es riecht gut und es ist auch nicht so teuer. Also irgendwie 6 Euro kostet das. Also für die Drogerie ist das ja so Mittelfeld, würde ich sagen. Ich finde es einfach perfekt. Ich habe es schon mehrfach aufgebraucht und ich empfehle das einfach jedem, wenn man mich fragt, so was für eine Foundation soll ich mir kaufen, weil ich hatte echt schon welche, die haben 30, 40 Euro gekostet und die finde ich immer noch besser. Also ich finde, das sagt schon einiges und dann wollte ich euch noch unbedingt dieses Pinselset empfehlen. Das habe ich zwar erst so irgendwann in den letzten paar Monaten von dem Jahr entdeckt. Und zwar dadurch, dass mir eine Freundin diese Pinsel empfohlen hat. Und ich habe mir sie daraufhin halt bestellt im Internet. Aber die sind so gut, dass ich sie unbedingt hier reinbringen wollte. Weil gute Pinsel zu finden ist echt nicht leicht und ich bin total pingelig, was Pinsel angeht. Und das sind halt die perfekten Dupes für diese Real Techniques Pinsel, die ja nicht ganz so günstig sind. Und dieses Set, ganz ehrlich, würde ich mir allein schon für den Buffing Pinsel hier bestellen, weil der einfach so, so toll ist. Und mein zweitliebster Pinsel ist halt der Puderpinsel aus dem Set. Und dann mag ich auch noch diesen hier ganz gerne. Der ist so fluffig. Ich weiß gar nicht, wozu man den eigentlich benutzt, aber ich benutze den immer als Highlighterpinsel. Hier so. Die kosten so um die 5 Euro. Wobei man sagen muss, aus irgendeinem Grund gibt es bei Amazon immer ziemlich große Preisschwankungen bei den Produkten. Also ich habe die auch mal für 3 Euro gesehen und ich habe sie auch mal für 6-7 Euro gesehen. Deswegen, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Preis ist, aber ich werde sie euch auf jeden Fall verlinken. Das Einzige, was nervt, ist, dass man noch Versandkosten dafür bezahlen muss. Und ich hasse es, Versandkosten zu bezahlen, aber es lohnt sich wirklich. Und da die Pinsel halt an sich in dem Set nicht so teuer sind, ja, finde ich, rentiert es sich halt trotzdem. Das nächste ist der Alverde Make-up Korrekturstift, glaube ich, heißt der. Ja, genau. Und ich benutze den eigentlich echt täglich, weshalb ich ihn euch auch unbedingt zeigen wollte, auch wenn das nicht so das wahnsinnig spannende Produkt ist. Aber es ist halt einfach so eine in Make-up-Entferner getränkte Spitze und die kann man auch auswechseln. Also man hat immer so kleine saubere Minen hier hinten. Und ich benutze das jeden Tag, um halt so meinen Lidstrich zu korrigieren. Ich schaffe es einfach bis heute nicht, den perfekt auf beiden Seiten hinzubekommen. Und jedes Mal, wenn ich diesen Ring mache und dann irgendwie sehe, ich bin zu weit nach unten gekommen oder es sieht einfach nicht so aus, gehe ich damit nochmal so ganz leicht nach oben und die Linie sieht dann auf einmal super präzise aus, auch wenn man sie gar nicht so präzise gezeichnet hat. Dann kommen wir zum Thema Haare und oh mein Gott, dieses Shampoo und auch der Conditioner aus der Serie, das sind echt meine Favoriten in diesem Jahr und ich habe viele, viele Shampoos dieses Jahr ausprobiert. Die sind ein kleines bisschen teurer für die Drogerieverhältnisse, aber man bekommt auch 385 Milliliter, also ja, es ist fast das Doppelte von dem, was in einer normalen Flasche drin wäre. Und ich finde die Produkte einfach wahnsinnig pflegend und gut für die Haare. Es funktioniert bei meinen Haaren super gut. Die Haare fühlen sich danach nicht so staubtrocken an, weil ich habe häufig irgendwie das Gefühl, direkt nach dem Haarewaschen sind meine Haare irgendwie so ein bisschen bläh und strohig und irgendwie nicht so schön wie nach einem oder zwei Tagen, in denen ich die Haare nicht gewaschen habe. Und danach habe ich das Gefühl halt nicht und außerdem riecht es auch noch toll und
Ich kann es euch so sehr empfehlen, wirklich. Und eine zweite Sache, von der ich mich jetzt auch absolut nicht trennen kann für die Haare, das ist dieses It's a Tan Miracle Leave-In Product. Das habe ich auch irgendwie so in der Hälfte des Jahres erst entdeckt. Beziehungsweise eigentlich hat mich mein Friseur drauf gebracht, weil er mir das in die Haare gesprüht hat und sie dann geföhnt hat. Und danach haben sie einfach so gut gerochen und haben sich auch so schön angefühlt. Ich meine, nachdem man beim Friseur war, fühlen sich die Haare zwar immer besser an, aber diesmal war es noch besser. Und ich habe halt einfach nach dem Produkt gefragt, das die in meinen Haaren benutzt haben, und das war das hier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was genau für 10 Dinge dieses Teil macht, aber es ist auf jeden Fall Hitzeschutz drin und Glanzspray und soll die Haare auch pflegen und noch scheinbar mehr Sachen. Ich habe nur vergessen, was. Lidschatten des Jahres war für mich echt voll die Überraschung, und zwar von einer Firma, die ich eigentlich gar nicht so richtig kannte. Das ist Wet n Wild. Und man findet die in Deutschland in so Edekas oder Reves. Ihr könnt einfach mal auf der Homepage von der Firma nachschauen. Da kann man seine Postleitzahl angeben. Und dann seht ihr, ob ihr halt so einen Rewe oder Edeka oder so in eurer Nähe habt mit dem Stand. Und die machen sehr, sehr günstige Kosmetik. Also ich würde sagen, so vom Preisniveau vielleicht so wie Essence. Und die Produkte sind teilweise echt extrem gut. Und dieser Lidschatten ist so ein perfekter Dupe zu Satin Taupe, glaube ich, oder? Ja, genau, von MAC. Und dabei ist der Preisunterschied halt riesig. Und ich habe tatsächlich diesen von Wet n Wild mehr benutzt als den Satin Taupe von MAC. Wirklich, das ist, ich finde, einfach so eine universelle, schöne Farbe, die, glaube ich, sehr, sehr vielen von euch gefallen würde. Oh, und ich habe noch gar nicht gesagt, wie sie heißt. Nutty. E252B. Dann habe ich meinen allerliebsten Augenbrauenstift auf der Welt jemals ever entdeckt. Und ich glaube, ich werde auch nie einen besseren finden. Letztes Jahr habe ich das noch über diesen Catrice Augenbrauenstift gesagt. Aber im April, glaube ich, irgendwann, als ich in Amerika war, habe ich mir diesen hier von Anastasia Beverly Hills gekauft. Und das ist der Brow Wiz in der Farbe Taupe. Ich habe den mittlerweile 3-mal, glaube ich, nachgekauft. Und ich hätte nie gedacht, dass ich mal Geld ausgeben werde für so einen teuren Augenbrauenstift. Aber es lohnt sich wirklich. Der ist so schön dünn und fein und man bekommt einfach die schönste Augenbrauenform damit hin. Und selbst wenn man Augenbrauen nicht so gut ausmalen kann mit anderen Augenbrauenstiften, damit wird es echt funktionieren. Und ich trage den auch heute, und seit ich den benutze, habe ich so viel mehr Kommentare zu meinen Augenbrauen bekommen. Es hat mich selbst gewundert. Und was mich auch mega gefreut hat, mittlerweile, irgendwie seit dem Sommer oder so, kann man die Produkte von Anastasia Beverly Hills auch so in verschiedenen Douglas-Filialen einkaufen. Also zumindest gibt es die bei mir, wo ich wohne. Und deswegen muss man die auch nicht unbedingt übers Internet bestellen, wenn man nicht will. Ja, und ich finde, es lohnt sich wirklich sehr. Das nächste war für mich richtig schwierig, weil ich euch unbedingt meinen Lieblingsduft oder Bodyspray oder was auch immer in diesem Jahr zeigen wollte. Und ich habe sehr geschwankt zwischen einem von Victoria's Secret und diesem hier, aber am Ende habe ich mich für das hier entschieden. Das ist von Ritual, das Haman Secret Fresh Eucalyptus and Rosemary Home and Body Mist. Also scheinbar kann man auch sein Zuhause damit einsprühen. Ich weiß nicht, das habe ich noch nie gemacht. Ich sprühe mich nur selbst damit ein. Und mittlerweile ist das auch die zweite Flasche, die ich davon habe. Die sind preismäßig, finde ich, relativ okay. Also die kosten 16,50 Euro und es sind 50 Milliliter drin. Und die haben einfach die Intensität von einem Parfüm. Weshalb ich finde, dass die 16 Euro auch gut ausgegeben sind, weil Parfüms ja häufig noch teurer sind. Und es riecht einfach so fantastisch. Wenn ihr ein Rituals in eurer Nähe habt, riecht einfach mal an den Produkten, weil ehrlich gesagt, es riecht alles gut von denen. Und zum Schluss wollte ich euch noch mein Lieblingslippenprodukt im Jahr 2016 zeigen. Und die Trophäe geht an dieses Ding hier von NYX. Das heißt, wer ist das überhaupt? Ombre Lip Duo. Ich habe es von Nihan in unserem Tauschpaket geschenkt bekommen. Und ich muss sagen, ich habe erst überlegt, euch so ein Lippenstift von MAC zu zeigen, den ich auch sehr gerne trage. Aber das finde ich vom Konzept einfach noch interessanter und es ist auch günstiger. Und ich finde, es gibt einfach nicht so viele Produkte dieser Art. Und zwar hat es zwei Enden. Einmal ein dunkles, dünnes Ende, das super ist, um die Lippen zu konturieren. Und dann hat es diese helle Seite, die etwas dicker ist, mit dem man so in der Mitte einfach hellere Akzente setzen kann und dadurch einfach diesen wunderschönen Ombre-Effekt hinbekommt. Und man kann den auch super mit anderen Lippenstiften kombinieren, was ich auch schon sehr oft gemacht habe. Und das waren meine Favoriten für das Jahr. Und ich kann echt nicht glauben, dass wir jetzt schon den 31. haben und morgen einfach 2017 anfängt. Ich kann es echt nicht glauben. Bevor ihr jetzt wegschaltet, ich habe noch eine Ankündigung für euch. Und zwar, ich habe natürlich wie immer meine letzten beiden Videos für euch verlinkt. Aber was ihr auch machen könnt, ich habe praktisch einen kleinen Hex-Marathon für euch. Und zwar auf RTL 2 U. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Ich habe da in den letzten Wochen jeden Sonntag nochmal ein extra Video hochgeladen. Und es geht halt ja um Beauty-Hacks, um Life-Hacks, um verschiedene Tipps und Tricks, die euch vielleicht im Alltag weiterhelfen könnten. Und die sind mittlerweile alle online. Das heißt, ihr könnt die wirklich durchsuchten, eins nach dem anderen, wenn ihr nicht gerade irgendwie bessere Sachen zu tun habt und Bock drauf habt. Ich werde euch auf jeden Fall den Link zu der App unten verlinken. Es ist alles kostenlos und ihr könnt euch das einfach runterladen und dann meine ganze Serie von den Hacks sehen, wenn ihr Bock habt. Und dann habt ihr fast eine Stunde mich auf eurem Handy. Ansonsten, falls ihr die Videos schon gesehen habt, lasse ich euch auch noch meine letzten beiden Videos hier von dem Kanal da und meine Social Media Accounts, wo ihr mir super gerne folgen könnt.
Ich wünsche euch einfach alles, alles Gute fürs nächste Jahr und dass ihr einfach gut reinkommt, falls ihr das Video heute noch seht und dass ihr einfach ein schönes, erfolgreiches Jahr habt, dass einfach das passiert, was ihr euch wünscht, weil ich glaube, das ist das Wichtigste, um einfach glücklich zu sein und ich höre jetzt auf zu labern. Ich wünsche euch alles Liebe, macht es gut und bis im neuen Jahr. Ciao!